Ja, zum Thema Schlaf, da gibt es ja jede Menge Mythen. Und ein paar der wichtigsten Fragen oder der gängigsten Fragen will ich mich bemühen, heute zu beantworten, ob sie eher richtig oder falsch sind. Gut schlafen heißt durchschlafen. Das ist nicht unbedingt richtig. Es ist so, dass wir von Natur aus bis zu 25 Mal pro Nacht kurz wach werden. In der Regel ist das aber so kurz, dass wir es bewusst nicht erleben und vor allen Dingen dann nicht erinnern. Unter bestimmten Bedingungen, wenn wir Stress haben, zum Beispiel, kann es aber sein, dass wir tatsächlich bewusst erwachen und dann kann das Ganze natürlich den Schlaf sehr stören. Zu wenig schlafen macht krank und dick. Das ist leider richtig. Es gibt große statistische Studien, die zeigen, dass wenn man kürzer als 6 Stunden schläft, man ein erhöhtes Risiko hat, an Erkrankungen wie Diabetes, Herzinfarkt, Schlaganfall zu erkranken und zum anderen auch die Lebenserwartung erniedrigt ist. Und da bewegen sich die Zahlen sogar bis zu 13%. Das ist schon relevant. Trotzdem muss man berücksichtigen, dass das individuelle Schlafbedürfnis, das heißt das Maß an Schlaf, das man benötigt, um erholt zu sein, von Mensch zu Mensch sehr verschieden sein kann und das ist genetisch festgelegt. Das Immunsystem leidet, wenn wir chronisch zu wenig Schlaf haben und das führt dazu, dass natürlich das Erkrankungsrisiko auch für Infektionserkrankungen zum Beispiel zunimmt. Und es gibt auch Studien, die zeigen, dass bestimmte Menschen, wenn sie Schichtarbeit machen müssen, ein erhöhtes Risiko haben, an bestimmten Tumorerkrankungen zu erkranken. Wie ist es nun mit dem Dickwerden? Da ist es so, dass das Hungergefühl von Hormonen reguliert wird. Und einige dieser Hormone werden mit der inneren Uhr reguliert. Und wenn durch Schlafstörungen diese innere Uhr durcheinander kommt, dann kann es sein, dass zum Beispiel Leptin und Ghrelin, die unser Hungergefühl steuern, ausgeschüttet werden, wenn man eigentlich schläft und dann ein Hungergefühl da ist, was dazu führt, dass man zum Kühlschrank geht und isst. Und das kann natürlich dazu führen, dass man dann Gewicht zunimmt, auch wenn man das gar nicht will. Zudem hat man herausgefunden, dass sich auch Stoffwechselprozesse in den Geweben selber ändern. Konkret wird im Muskel Protein eher abgebaut und in den Fettzellen wird freier Zucker, der im Blut zirkuliert, eher eingebaut. Mittagsschlaf hilft bei Schlafproblemen. Es ist schon so, dass wir physiologisch in den Mittagsstunden das Bedürfnis haben, kurz zu schlafen. Es gibt ja ganze Kulturen im Mittelmeerraum zum Beispiel, wo die Siesta als fester Bestandteil in den Schlafrhythmus eingebürgert ist und das funktioniert sehr gut. In der Regel schafft so ein Kurzschlaf in unseren Breiten von 10 bis 20 Minuten mehr Erholung und Leistungsfähigkeit in den Nachmittagsstunden. Wenn man aber dazu neigt, abends schlecht einzuschlafen, dann ist ein solcher Mittagsschlaf nicht günstig, weil man dann abends noch schwieriger einschlafen kann. Das Stichwort wäre hier Powernapping, was bedeutet, dass diese Schlafphase mittags wirklich sehr kurz sein sollte und die 20 Minuten nicht übersteigt. Schlaf lässt sich im Voraus tanken. Ja, das wäre wunderbar. Leider klappt das nicht. Das haben wir alle wahrscheinlich auch schon erfahren müssen, wenn man ein Festival oder irgendwas vor sich hat und denkt, dann schlafe ich mal vorher den Tag und die Nacht durch und dann bin ich richtig fit. Das klappt leider nicht. Ähnlich ist es leider auch mit dem Schlaf nachholen. Wenn man denkt, man kann Schlafmangel durch längeres Schlafen aufholen, auch das klappt nicht. Die einzige Chance, Schlafmangel in gewissen Grenzen auszugleichen, das macht unser Körper selber, indem wir tiefer schlafen. Schäfchen zählen hilft beim Einschlafen. Das kann funktionieren. Es ist ja oft so, dass wir durch die Dinge, die uns tagsüber beschäftigen, Mühe haben, in den Schlaf zu fallen, weil man immer wieder drüber nachdenkt und dann kommen die Gedanken und drehen sich. Und da kann es helfen, sich auf was ganz Einfaches, Simples zu konzentrieren, was möglichst monoton abläuft und darüber dann in den Schlaf zu finden. Und da wäre das klassische Schäfchenzählen ein gutes Beispiel. Je älter wir werden, desto weniger Schlaf brauchen wir. Das haben neuere Studien gezeigt, stimmt so nicht. Das heißt, dass die Summe an Schlaf unterm Strich ist gleich bei alten und bei jungen Menschen, aber der Schlafrhythmus verändert sich ganz wesentlich, je älter man ist. Das hat zum einen damit zu tun, dass mit dem Älterwerden immer mehr Krankheiten auftreten, dass man zum Beispiel nachts mehr wach wird, weil man Schmerzen hat oder weil man zur Toilette muss. Das stört den Nachtschlaf. Auf der anderen Seite ist es aber so, dass man auch tagsüber Kurzschlafphasen hat. Unterm Strich bleibt aber die Menge und auch die Struktur an Tiefschlaf, oberflächlichem Schlaf und REM-Schlaf gleich. Sport am Abend fördert das Einschlafen. Besser Sport am Abend als gar kein Sport. Das ist mal die erste Regel.
Es ist allerdings schwierig, wenn man zu intensiv Sport kurz vor dem Schlafengehen durchführt. Das kann dazu führen, dass die Herzfrequenz beschleunigt ist, der Blutdruck zu hoch ist, was dann zu Einschlafstörungen führen kann. Deswegen sollte ein gewisser Abstand von optimalerweise mehr als 3 Stunden zwischen Ende des Sports und Einschlafbeginn liegen.